Okay, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Wahlmodul mit Ihnen zusammen durchgehen darf. Und das Thema ist gerade ja schon mal angesprochen worden. Jetzt kommt die Adobe-Schrecksekunde, nämlich so lange, bis das Startbild eingeblendet wird. Was ich gerne mit Ihnen heute durchgehen möchte, ist das Thema interaktive Videos. Also Frau Thielusen hat es gerade schon mal gesagt, es gibt ja jetzt einen riesengroßen Run darauf, unterstützt teilweise auch durch die Hochschulleitungen, dass wir unsere Vorlesungen rein online machen. Und dann ist die Fragestellung, zeichnen wir das auf, stellen wir das als Konserve ins Netz hinein. Da gibt es Vor- und Nachteile an der Stelle, da gibt es Datenschutzsituationen. Diese Datenschutzsituation lasse ich jetzt einfach mal ganz raus und möchte einfach nur relativ direkt jetzt aus meiner zugegebenermaßen subjektiven Sicht ein paar Hinweise dazu geben, von dem ich persönlich glaube, was wir tun sollten. Gegebenenfalls würde ich mir auch erlauben zu sagen, was wir nicht machen sollten. Und sehen Sie das bitte einfach als einen auch sicherlich persönlich subjektiv geprägten Impuls, der dazu dienen soll, dass wir im Nachgang eine intensive Diskussion haben an der Stelle. Lassen Sie mich mal starten, indem ich eine kurze Gliederung vorgebe. Einführung, wieso keine Videos ohne Interaktionen? Also da habe ich eine relativ klare Position dazu, warum wir das vielleicht als Ergänzung nicht im Moment, nicht jetzt, nicht in dieser reinen Online-Situation machen sollten. Ich möchte dann eine klasse Folienaufzeichnung mit Quiz Ihnen als ein Beispiel vorstellen, wie es funktioniert. Der Schwerpunkt wird dann sein, dass ich mich auf dieses Tool H5P konzentrieren möchte, von dem ich ausgehe, dass viele von Ihnen das schon kennen und vielleicht auch einige schon mal angewendet haben. Da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zu zeigen und Ihnen Sie sehr ermutigen, das jetzt selber als ein Werkzeug in der nächsten Zeit mal auszuprobieren. Dann darf ich vor unserer Diskussion noch auf ein Projekt eingehen, MyScore. Da geht es um so etwas wie avatarbasiertes Lernen und Lernen. Das habe ich gestern mit Frau Thielusen abgeklärt, ob ich mir das erlauben darf. Ich würde gerne einen Ausblick machen über das Thema Video und interaktive Videos hinweg, wo wir vielleicht in recht absehbarer Zeit sein könnten. Und dann würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Wieso keine Videos unter Interaktion? Teil 1. Ich möchte zum Einstieg etwas zitieren. Wer die Aufzeichnung zum Constructive Alignment von eTeaching schon mal mitbekommen hat, wird sagen, hey, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Gleichwohl darf ich es zitieren. Wir unterliegen der Illusion, dass der bloße Inhalt von Lehrmaterialien, ob live oder digital zugänglich gemacht, auf eine geheimnisvolle Weise eine bildende Wirkung zu entfalten vermag. Das ist ein Zitat von meinem Kollegen Arnold. Das finde ich im Moment sehr, sehr richtig. Das kann man aber auch noch ein bisschen anders darstellen. Und zwar mit der Frage eines kleinen Comics. I taught Stripe how to whistle, sagt der Lehrende. Dann sagt der andere, I don't hear him whistle. Dann sagt der Lehrende, I said, I taught him. I didn't say, he learned it. Und das ist die Situation, die ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte, Videos ohne und mit Interaktion. Gerade in der Situation, wo wir gerade uns befinden, ist es so, dass wir keine Möglichkeiten haben wie im Hörsaal. Gerade habe ich eben gesehen, ein Teilnehmer sagt schon, ich möchte gerne zurück in den Hörsaal, kann ich gut verstehen, weil da Interaktionen sehr viel einfacher sind. Ich wage jetzt einfach mal die Aussage, wenn wir im Moment Videos produzieren und die dann zum Beispiel in unsere Learning Management Systeme hineintun und in diesen Videos nicht automatisch Interaktionen mit drin haben, dann ist das genauso wie in dem Comic. Dann versuchen wir irgendwas, aber wir werden nicht das entsprechende Ziel erreichen. Unser Lernziel, Lehr- und Lernziel passt dann nicht zusammen. Vielleicht ein bisschen zugespitzt an der Stelle, aber lassen Sie mich das im Weiteren bitte ein bisschen erläutern. Videos ohne Interaktion. Dazu darf ich einfach ein Beispiel zeigen, was war von mir selber. Sie sehen hier eine Vorlesung, Frau Thielusen hat das schon gesagt, ich komme aus der Ingenieurhydrologie, also bei mir ist es das Thema Wasserwirtschaft. Und ich habe 2001 hier an der RWTH angefangen, mit quasi nichts an Materialien, war dann gerade immer so froh, dass ich für meine nächste Vorlesung meine PowerPoint-Folien hatte. Das lief dann im ersten Semester so.
Im zweiten Semester hatte ich dann quasi meinen Moodle-Lehr- und Lernraum aufgebaut und im dritten Semester, das war im Jahr 2003, also im dritten Durchlauf, hatte ich dann auch die Möglichkeit und dachte, ich zeichne einfach mal alle meine Videos auf. Und dabei kommt dann im Prinzip so etwas raus, was Sie hier an der Stelle erkennen. Also gehen wir einmal zurück. Da ist jetzt kein Ton bewusst mit dabei. Das ist eine Veranstaltung zur Einführungsveranstaltung, Video. Und Sie sehen, das ist das normale Spielchen. Man hat eine Vielzahl von Textinformationen. Man hat eine Reihe von Abbildungen, die in dem ganzen Ding drin sind. Und wie Sie, glaube ich, erkennen können, können Sie sehen, da waren die Aufzeichnungen, die hat 58 Minuten und 22 Sekunden gedauert. Da sehen Sie dann, hoppla, was ist denn da passiert? Eine Vorlesung dauert normalerweise 90 Minuten. Ja, hat genau damit zu tun, dass in einer klassischen Vorlesung ich immer etwas versuche zu erklären, dann mache ich einen Break und dann kriegen meine Studierenden eine Aufgabe. Beispielsweise in der Hydrologie und Wasserwirtschaft wird der Wasserkreislauf erklärt. Also sagt man einfach, nehmen Sie mal bitte ein weißes Blatt Papier raus und dann zeichnen Sie mal einen Wasserkreislauf auf und dann gucken wir mal, was da bei Ihnen rausgekommen ist. So, jetzt habe ich damals seinerzeit einfach von einem studentischen Mitarbeiter die Kamera draufhalten lassen. Dann konnte man gar nicht keine Interaktion mit den Studierenden machen. Führt dazu, dass eine 90-Minuten-Einheit dann innerhalb von 58 Minuten durch ist. Und zwar in einem Streifen, 58 Minuten. Und auch da jetzt wiederum, sehr zugespitzt gesagt, ich glaube, niemand außer irgendeinem Internet-Junkie setzt sich hin und guckt sich diese Vorlesungseinheiten gesondert nochmal an, weil das ist so ein bisschen dieses, darf ich jetzt mal sagen, RTL-Niveau, let me entertain you. Ja? Also das heißt, ich versuche, jemanden etwas nahezulegen. Aber was da an der Stelle fehlt bei so einer reinen Aufzeichnung, ist, dass die Leute auch tatsächlich nochmal rezipieren können, dass sie tatsächlich auch nochmal anfangen können zu überlegen, ob sie es tatsächlich verstanden haben an der Stelle. So, und vor dem Hintergrund ist es ja so, da könnte der eine oder die andere von Ihnen sagen, ja, das stimmt ja so nicht, was Sie da sagen, Nacken. Ich kann ja das Video zum Beispiel in ein Learning Management System hineintun. Und dann mache ich in meinem Learning Management System auch noch Quizze. Dann sage ich, das stimmt. Also ich darf da auch einfach mal aus der persönlichen Situation erzählen, wie das abläuft. Im aktuellen Sommersemester ist es halt so, dass ich auch meine Vorlesungen mache und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt stoppe und dann eine entsprechende Aufgabe gebe. Und das kann dann auch ein Direktfeedback-System sein, was ich einsetze. Und an der Stelle vielleicht ein Hinweis auf die Veranstaltung aus der letzten Woche. Mein Kollege Malte Persicke hat letzte Woche hier einen super tollen Vortrag gemacht. Chapeau, das war allererste Sahne. Zu dem Thema, wie kann man Studierende in einem Hörsaal mit einbinden? Wie kann man das jetzt auch in der interaktiven Phase machen, wenn wir in der Online-Lehre sind? Aber Malte, erlaub mir an der Stelle eine Gegenrede. Er hat beim letzten Mal gesagt, wir verwenden oder Sie sollten im Hörsaal nur ein Tool verwenden. Vom Grundsatz ist das richtig, aber stellen Sie sich beispielsweise mal vor, Ihre Aufgabe ist es, 20 Tonnen Kies von A nach B zu fahren. Da kommen Sie auch nicht auf die Idee, bei Ihrer Ente das Dach abzudrehen und Kies reinzutun und von A nach B zu fahren. Da holen Sie sich einen Dumper und gut ist. Und so ist das im Prinzip auch bei den Direktfeedback-Situationen, die wir klassischerweise verwenden. Ich darf einfach darauf hinweisen, ich verwende im Regelfall drei verschiedene Werkzeuge an dem Stelle. Also normalerweise mache ich es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich einen Wettbewerb zwischen den Studierenden antriggern möchte, dann verwende ich das Tool Kahoot. Warum? Bei Kahoot kann man es standardmäßig so einstellen, dass je schneller man richtig geantwortet hat, umso mehr Punkte bekommt man. Und nach jeder Frage werden immer die fünf besten Studierenden eingeblendet. Und am Ende gibt es dann so eine, wie bei der Olympiade, ein Podest, dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz. Und ich mache es meinen Studierenden im Regelfall so und sage so, wer die meisten Punkte hat, der kriegt von mir einen Euro und kann sich ein Eis kaufen. So, und interessanterweise dabei ist, die Studierenden, die geben dann am Anfang ihre Nicknames an, da kommt dann Dagobert Duck oder Darth Vader oder wer immer rein. Und wenn die dann feststellen, wie das funktioniert mit dem Wettbewerb, dann kommen, je länger man das in der Veranstaltung macht, umso mehr Klarnamen, weil die Leute diesen Wettbewerb gerne machen und dann auch tatsächlich mit ihrem Klarnamen auftauchen.
Ich verwende dann als zweites noch das Werkzeug Mentimeter. Dann, wenn ich meine Studierenden frage, möchtest du gerne eine Einschätzung abgeben? Etwas ist gut, etwas ist schlecht. Das ist da der Fall. Und standardmäßig verwende ich das Werkzeug Turning Point, weil das in PowerPoint eingebunden ist. Und das halt einfach auch die Möglichkeiten hat. Sie werden bei einer Wissensabfrage ganz oft die Situation haben, dass man zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen mit Multiple-Answers machen kann. Das kann man mit den beiden anderen Werkzeugen nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir alle haben die verschiedenen Möglichkeiten mit diesen Direct-Response- oder Direct-Response-Systemen zu arbeiten. Das Problem ist aber jetzt, dass wir in der reinen Online-Situation das nicht wirklich zur Verfügung stehen haben. Also was wir vielfach machen, auch hier an der RWTH, ist, wir zeichnen unsere entsprechenden Videos auf, stellen die ins Netz und sagen, so, liebe Studierenden, jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, den Quiz da in dem Moodle-Raum zu machen. Sorry, viele der Studierenden tun das einfach nicht. Sie nutzen dieses Angebot nicht. Und vor dem Hintergrund sage ich, solche Angebote braucht man im Moment nicht. Also reine Videoaufzeichnungen, nur das reine Filmen von irgendwelchen Sachen, die dann ins Netz gestellt werden. Selbst wenn Sie alle entsprechende Quizze und Lernmaterialien im Moodle-Raum drin haben, dann glaube ich, ist das ein guter Ansatz, aber ich glaube, wir könnten den noch ein bisschen verbessern. Und das hat einfach was mit einem Ding zu tun, mit einem Zitat, was ich gerne an dieser Stelle bringen möchte. Sebastian Truhn, den werden viele von Ihnen kennen, weil er derjenige war, der in den USA mit den MOOCs, mit den riesen Teilnehmerzahlen über 100.000 Leuten losgeschossen ist. Und vor relativ kurzer Zeit, am 8. April, hat er ein Interview in der Zeitschrift Die Zeit gemacht. Da wurde er gefragt, würden Sie schlussfolgern, schafft die Vorlesungen ab, weil Projekte einfach besser sind als Beschallung? So, das war eine vielleicht auch provokante Frage von der Interviewerin. Und dann sagt er darauf, nach meiner Auffassung ist das in der Tat so. Man wird ja auch nicht dünner, wenn man anderen beim Workout zuschaut. Das finde ich super. Ja, also für mich ist jetzt so eine Analogie, wenn wir einfach nur die Videos ins Netz hineinstellen, dann wird keiner von uns abnehmen. Ja, wir müssen was tun, wir müssen daran arbeiten und wir müssen versuchen, wenn in einem Video ein Inhalt dargestellt worden ist, selber nochmal zu festigen, ob wir es wirklich verstanden haben. Wir brauchen unbedingt meiner Meinung nach ein entsprechendes Feedback. Und damit sind wir bei dem Thema, dass in so einem Video eine Interaktion drin sein sollte. Und deshalb komme ich zum zweiten Teil, eine klassische Folienaufzeichnung mit einem Quiz. Was Sie hier sehen, also alle Beispiele, die jetzt da drin sind, habe ich mir erlaubt, meine eigenen Dinger einfach mal mitzunehmen. Und was Sie hier sehen, ist jetzt so eine klassische Aufzeichnung von einer Folie. Und das ist das, was viele von uns im Moment so machen. Also, Sie sehen den Talking Head da oben an der Stelle quatschen. Das ist das, was wir vielfach ja schon in der Vergangenheit gemacht haben, beziehungsweise was wir tun. Sie sehen also, ich habe meine Vorlesung, da werden die Themen dargestellt. Hat man oben das entsprechende Talking Head und die Studierenden haben im Nachhinein die Möglichkeit, das anzumachen. Würde man im Regelfall dann erstmal gemäß dem Constructive Alignment würde man erklären, was sind unsere Lehr- und Lernziele, also was müssen die Studierenden am Ende in der Klausur kennen, würde dann so aufgeführt. Das Ganze wird dann begleitet durch den Talking Head. So, und das Ganze läuft dann im Prinzip weiter. Also, da würden dann die Inhalte zur Güte erklärt, lalülala, so Nacken fängt jetzt an, erklärt, 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 erklärt. Und dabei werden dann zum Beispiel im Rahmen von den Erklärungen auch irgendwelche Abbildungen gemacht, in diesem Fall sogenannte Saprobionten. Die habe ich jetzt nur mal eingeblendet, um zu erklären, was am Ende vom Tag passiert. So, das ist jetzt die klassische Aufzeichnung eines Videos. Und wenn das Ding dann fertig ist, am Ende, dann würden wir beispielsweise ein Quiz machen. Also das heißt, die Interaktion könnten wir jetzt dadurch hinbekommen, dass wir ganz klassisch mit den Möglichkeiten, die wir in PowerPoint haben oder mit verschiedenen Werkzeugen, einfach mal zu nennen, Camtasia, in diesem Fall ist es iSpring, würden wir einen Quiz machen. Den Quiz starte ich jetzt einfach mal. Und dann können wir sagen, naja, wenn Sie jetzt richtig gut aufgepasst haben in dieser Lehrveranstaltung, dann könnten Sie wahrscheinlich die Frage beantworten.
Sie sehen da eine Prachtlibellenlarve. Das ist wahrscheinlich für 99,9% aller Teilnehmer irgendwas, womit sie sich nicht auseinandersetzen. Meine Studierenden müssen das. Und da müssen die wissen, dass das zum Beispiel Gewässergüteklasse 2 ist. Stimmt, Antwort ist richtig. Wir fahren einfach mal fort. Und dann kommen so Fragen wie, worauf erlauben Saprobianten einen Rückschluss? Auf den Sauerstoffgehalt im Wasser, auf die Belastung mit chemischen Stoffen, auf den Temperaturhaushalt, auf Belastung mit organischen Stoffen. Ich sage jetzt einfach mal Temperaturhaushalt und auf die Belastung mit chemischen Stoffen. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Nee, das war nicht ganz so richtig. So, und dann kriegen wir eine entsprechende Rückmeldung. Also das ist das klassische Spielchen, denke ich mal, was Sie irgendwie alle kennen. Wir zeichnen etwas auf, wir machen eine Aufzeichnung, videotechnisch, Verbindung mit Folien. Und am Ende vom Tag gibt es diesen Quiz. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, das finde ich jetzt schon an der Stelle sehr, sehr richtig, das zu machen, weil nämlich jetzt unsere Studierenden nicht so ganz einfach aus der Nummer rauskommen, zu sagen, so, da gibt es ein Videoangebot und das gucke ich mir an und dann glaube ich, es verstanden zu haben und ich tue gar nichts. Also ich darf das einfach nur nochmal mit den eigenen Kennzahlen sagen. Diese Videos, die ich im Jahr 2003 mal aufgezeichnet habe, die es immer noch im Netz gibt, die werden immer noch von den Studierenden geliebt. Aber die Frage ist dann an der Stelle, warum? Ich sage das jetzt auch mal ein bisschen zugespitzt. Da gibt es so ein paar Leute, denen fällt dann irgendwann mal auf, dass sie bei Nacken noch eine Klausur schreiben müssen. Die waren nur nie in der Vorlesung drin. Und dann sagen die, ja, ist ja super, dann gehe ich in den Moodle rein in den Raum und dann höre ich mir die ganzen Sachen an. Da machen sie dann im Regelfall 2 Tage, bevor sie Klausur schreiben. Das Ergebnis können wir uns alle so hier an den Fingern abgreifen. Das funktioniert nicht. Also persönlich glaube ich, diese reine Videoproduktion, ohne dass die Studierenden ein entsprechendes Feedback bekommen, die haben nicht so viel Wert. Und wenn sie es so machen würden, jetzt zum Beispiel in dieser Darbietungsform, wie sie es gerade hier in der Form sehen, dann wäre das aus meiner Meinung nach schon mal ein sehr guter Ansatz. Ich möchte jetzt aber an der Stelle auf ein Tool übergehen, von dem ich persönlich glaube, dass es uns allen extrem hilfreich in der jetzigen Situation sein kann. Das nennt sich H5P, ein Tool für interaktive Videos. Als kurze Information, das ist eine quelloffene Software. Also das ist etwas, was jeder von uns ohne irgendeine ohne Lizenzierungskosten nutzen darf und nutzen kann. Ist seinerzeit mal erstellt worden, als Flash abgekündigt wurde, weil das wissen Sie, Flash ist eine riesen Sicherheitslücke gewesen und ist mittlerweile auch überall abgekündigt. Ja, so, und dafür ist es seinerzeit mal entwickelt worden. Es liefert diverse Möglichkeiten zum Erstellen von interaktiven Lerninhalten. Ein paar davon darf ich Ihnen gleich mal konkret vorstellen. Und es gibt jetzt, Stand heute, Plugins für die bekannten Lehr- und Lernmanagementsystem Moodle und Elias oder wenn Sie WordPress oder Drupal haben, dann gibt es Plugins und können das verwenden. Also sollten Sie jetzt in Ihrer Hochschule Moodle oder Elias haben, dann würde ich Sie ermutigen, bei Ihren IT-Leuten nachzufragen, warum und wieso Sie H5P gegebenenfalls noch nicht installiert haben sollten. Generell, wenn Sie gleich erkennen, können Sie aber auch unabhängig von dem Learning Management System mit diesem Werkzeug arbeiten, etwas erstellen und das auf jeder beliebigen Webseite dann noch mit einbinden. Der Link dazu ist diese Seite h5p.org und vielleicht nochmal ein kleiner werbetechnischer Hinweis. Vielen herzlichen Dank an die Frau Kollegin Bremer, die super toll den Moodle-Lernraum aufgebaut hat. Und wenn Sie da mal reingucken, ganz unten gibt es so einen Bereich weitergehende Materialien und da finden Sie auch die Links zu diesem Bereich. So, jetzt an der Stelle einfach mal ein Beispiel. Ich möchte Ihnen zeigen, was man mit diesem Ding, mit dem Werkzeug machen kann. Was ich jetzt getan habe, ist, ich habe mir mal erlaubt, die Aufzeichnung von eteaching.org, von der Veranstaltung von der letzten Woche von meinem Kollegen Malte Persicke heranzuziehen. Einem Video. Und zwar zeigt das die Aufzeichnung, die in der letzten Woche gemacht worden ist von dem Vortrag von Herrn Persicke. Und zwar ist das die Phase der Anmoderation von Frau Thielosen zum Vortrag von Herrn Persicke. Ich dachte das Ganze einmal. Also, was die Frau Thielosen an der Stelle jetzt macht, ist, dass sie den Herrn Persicke vorstellt, wer er konkret ist. Und Sie sehen hier unten vielleicht einen kleinen Punkt auf der Leiste. An der Stelle habe ich jetzt gleich einen entsprechenden Quiz
eingebaut, der jetzt in Kürze auftauchen wird. Also wird noch etwas vorgestellt und wird er gesagt, so wie gerade eben, wo der Herr Persicke denn tatsächlich herkommt und in welchem Verein er arbeitet. So, und jetzt habe ich einfach an der Stelle auf dieses Video einen Quiz draufgesetzt. Also, wo arbeitet Marc Persicke aktuell? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört an der Stelle. Dann gebe ich das mal ein und früh gucke mal, was dabei rauskommt. Dann kriege ich eine entsprechende Rückmeldung an der Stelle. Dann darf ich das Ganze nochmal neu überprüfen. Ja, vielleicht war er an der ETH in Zürich. Nee, das ist er auch nicht. Dann möchte ich gerne sehen, wo arbeitet er denn tatsächlich? Die richtige Antwort wäre jetzt beispielsweise RWTH Aachen. So, das ist also eine ganz einfache Situation. Ist nichts weltberauschend, ist einfach eine Klickfrage, Multiple Choice an der Stelle. Das Interessante dabei ist, wie einfach das zu realisieren sein wird. Das darf ich Ihnen gleich zeigen. So, jetzt geht das Spielchen weiter. Frau Thielosen erklärt jetzt gerade an der Stelle, wie lange das Ganze gedauert hat, beziehungsweise wo die Informationen herkamen. Und das dauert jetzt noch einen kleinen Moment, wo das Video im Bereich weiterläuft. Sie können diese Videos später auch auf der Moodle-Seite sich selber nochmal anschauen. Dann hören Sie auch die Toninformation. Das ist jetzt im Moment vielleicht ein bisschen ungünstig, weil zwischen den verschiedenen Bereichen eine zu lange Latenzzeit drin ist. Es dauert noch einen kleinen Moment, bis der nächste Timecode kommt, an dem ich eine weitere Option eingebaut habe, bei dem ich genau das hier genutzt habe, nämlich eine Sprungmarke zu nehmen. Das heißt, ich kann jetzt auf einem Video hingehen und sagen, okay, ich springe aus dem Video raus und gehe auf eine entsprechend andere Seite, bin also aus dem Video herausgegangen und wenn ich das Ding dann entsprechend wieder zumache, dann bin ich in meinem Originalvideo an der Stelle und dieses Video läuft dann entsprechend weiter. Und alles das, was Sie jetzt hier gerade sehen, das passiert quasi auf einem eingebetteten Video. Das heißt, Sie können jedes beliebige Video, was Sie im Internet finden, referenzieren, von dem Sie eine URL kennen und können quasi auf einer zweiten Ebene oben drüber beliebige Veränderungen einmal realisieren. So, das darf ich jetzt an der Stelle einfach mal überspringen. Stoppen. Gehe zurück in die Präsentation. Und darf Ihnen ein zweites Beispiel zeigen. Auch das ist etwas, was jetzt von unserer Hochschule, von der RWTH ist. Es gibt dort einen YouTube-Kanal, in dem zum Beispiel bestimmte Inhalte videotechnisch aufbereitet werden, weil die in dieser Form beispielsweise von ganz vielen anderen Hochschulen genutzt werden könnten. Also diese Videos stehen als sogenannte offene Bildungsressourcen oder Ressourcen zur Verfügung. Und auch das ist jetzt nichts anderes, als dass ich einen entsprechenden Link herangezogen habe und jetzt auf einem bestehenden Videomaterial eine ergänzende Frage gemacht habe. Also dieses Beispiel, das soll Ihnen einfach nur zeigen, dass man Videos, die man schon irgendwo mal erstellt hat, im Nachhinein auch noch zu interaktiven Videos generieren kann. Auch da wieder eine klassische Frage einer MC-Frage. How much precipitation do we find at Aachen? Wenn ich jetzt auf diese Antwort klicken würde und überprüfe, dann kriege ich eine entsprechende Rückmeldung. Sie kennen das. Es muss immer ein entsprechendes Feedback geben. Da kriegt der Studierende den Hinweis, dass das mit den Dimensionen an der Stelle nicht ganz so richtig funktioniert hat. Okay, die richtige Antwort bei uns in Aachen wäre übrigens 803 Liter pro Quadratmeter. So, dieses Beispiel an dem Punkt soll einfach erstmal an dieser Stelle ausreichen, um vielleicht einen Überblick darüber zu kriegen, was man so mit H5P machen kann. Ich würde aber jetzt gerne Ihnen einfach mal zeigen, wie denn das funktionieren kann. Also Sie sehen jetzt hier eine Oberfläche. Der Hintergrund ist für diejenigen Leute, die H5P jetzt aktuell beispielsweise nicht im Zugriff über ihr Learn-Management-System haben, die können auf dieser Seite h5p.com einen Service nutzen. Wenn Sie sich da ein Konto anlegen, dann kriegen Sie erstmal für 30 Tage eine Demo-Version und können einen Quiz generieren.
Und ich möchte Ihnen jetzt an der Stelle einfach zeigen, wie das funktioniert. Also das sind die beiden Bilder, die Sie oder die beiden Videos, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und ich möchte jetzt einen neuen Inhalt generieren. Dann sehen wir hier die verschiedenen Optionen, auf die ich jetzt nicht im Großen eingehen möchte. Ich scroll einfach nur mal durch. Das sind also die Vielzahl von Möglichkeiten, die H5P hat. Und die oberste ist die eines interaktiven Videos. Ein interaktives Video, das braucht natürlich immer einen neuen Namen. Ich möchte das jetzt einfach mal anlegen, nenne das Ding mal Hydraulik an der Stelle. Und jetzt muss ich ein bestimmtes Video einbinden. Und hier sehen Sie, ich kann jetzt jedes beliebige Video im Internet als eine Quelle heranziehen. Ich habe mir hier oben schon mal eines unserer Videos vorbereitet oder reingenommen. Ich kopiere jetzt diese Adresse von dem Video auf der Seite, da das ja ein OER-Video ist. Darf ich das ja auch tatsächlich in meinen Bereichen verwenden? Ich kopiere das einfach in diese Stelle hinein, sage, mach da ein Video draus. So, damit ist der erste Schritt der Videoerstellung schon generiert und ich kann jetzt eine Interaktion machen. Was Sie erkennen ist, dass ich dieses Video jetzt sehe, das, was ich gerade ausgewählt habe. Ich kann dieses Video jetzt auch in dem H5P-Editor einmal laufen lassen. Und jetzt kann ich an einer beliebigen Stelle, meinetwegen hier, das Video einfach mal stoppen. Und dann sage ich, okay, hier oben habe ich meine Auswahlliste von verschiedenen Möglichkeiten. Also zum Beispiel eine Single-Choice-Frage möchte ich gerne generieren. Dann wähle ich das jetzt einfach mal aus. Dann bekomme ich einen Hinweis darauf, wo das passieren soll, also an welcher Stelle, welchem Timecode das passiert. Ich möchte gerne eine Abbildung machen. Das ganze Ding muss einen Namen bekommen. Das schimpfe ich jetzt mal Fließverhältnisse als einen Namen. Und die Frage ist, die ich jetzt reinstelle, welchen Fließzustand sehen wir hier? Nee, Fragezeichen. Die erste Frage muss richtig sein. Das wäre in diesem Fall Schießen. Nee, nicht so, sondern richtig schreiben. Schießen. Die Alternative wäre Strömen. Und ich nehme noch als zusätzliche Antwort den Hinweis, keine Ahnung. So. Das war es jetzt schon an der Stelle. Das ist das, was ich gerne einfügen möchte an dem Punkt. Jetzt habe ich meine Quizfrage generiert und sage, ich bestätige das an der Stelle. Dann sehe ich diese Quizfrage auf meinem Video. Ich kann die an jede beliebige Stelle nehmen und kann die so machen, dass sie auch erkennbar und sichtbar ist. Und das war es schon an der Stelle. Jetzt sage ich einfach, okay, das hätte ich gerne veröffentlicht und zwar published. Und das bedeutet, dass ich jetzt einen Link dafür bekomme, speichere das ganze Ding ab. So, und damit habe ich ein neues Video und das starte ich jetzt auch schon mal an der Stelle. Sie sehen also das Video, was ich ausgewählt habe und an dem roten, dem weißen Punkt, der da an ist, wird das Video stoppen. Und wird meine Frage einblenden. So, ich habe keine Ahnung an der Stelle. Dann sagt er mir, das war falsch und die richtige Antwort wäre Schießen gewesen. So, danach kann ich beliebig weitergehen. Dieses Beispiel soll eigentlich nur erklären oder soll einfach nur darauf hinweisen, dass es aus meiner Sicht wirklich super einfach ist, so etwas zu machen. Also ich würde Ihnen sehr gerne anraten, gehen Sie einfach mal auf diese Seite h5p.com und testen Sie es aus. Denn Sie brauchen wirklich nur maximal 3 Schritte, um ein derartiges interaktives Video zu generieren. Wie gesagt, Sie betten ein entsprechend bekanntes Video ein. Sie legen Interaktionen darauf im zweiten Schritt und gegebenenfalls, was ich jetzt gerade nicht gemacht habe, machen Sie nochmal eine summative Abfrage. Mit allen diesen entsprechenden Möglichkeiten. Ja? So, und das ist jetzt die Situation, wo wir in Aachen sagen, das nennen wir professorentauglich, weil ich glaube, jeder von uns, egal wie viel Digitalisierungsaufgaben wir in der Vergangenheit schon gemacht hat,
kann so ein Werkzeug tatsächlich bedienen. Und die Aussage, die dahinter steckt, ist, bevor der eine oder andere von Ihnen sagt, ich möchte jetzt wirklich nicht selber ein Video drehen, und ich habe großes Verständnis dafür, wenn irgendeiner sagt, ich will nicht als Talking Head da auftauchen, ich will nicht mein Gesicht in die Kamera reinhalten. Ich weiß aber, dass es eine Menge von anderen Inhalten gibt, die sehr gut sind. Dann würde ich Sie sehr, sehr ermutigen, einfach diese Materialien, die im Netz verfügbar sind, zu nehmen und die dann zum Beispiel mit Ihren gezielten Fragen, mit Ihren Feedbackmöglichkeiten für Ihre Studierenden aufzubauen. Das war der Teil, der sich auf H5B bezieht. Wie gesagt, ich möchte jetzt gerne noch einen Hinweis machen auf ein Projekt, was bei uns an der RWTH läuft und in dem ich in einem Teilprojekt mit eingebunden bin. Das Ding nennt sich MyScore, wird vom BMBF gefördert, und wir haben da die Aufgabe, mit sogenannten Avataren Lehren und Lernen zu ermöglichen im Bereich von einer virtuellen Realität. Das Projekt wird gemacht im Wesentlichen für den Deutschen Akademischen Austauschdienst, weil der DAAD gesagt hat, alle unsere Aktivitäten, die wir machen für Studierende, Wissenschaftler, die müssen wir stärker digitalisieren, und dafür möchten Sie eine entsprechende Ausarbeitung haben. Und dazu darf ich Ihnen jetzt nur einen kurzen Beitrag noch einmal zeigen. Ich darf ein Video einbilden. Das ist eine Darstellung. Sie sehen meinen Kollegen Malte Perseke mit seinem zweiten Ich, mit seinem jeweiligen Avatar. Das ist ein Beispiel, was wir mal Anfang des Jahres in einer RWTH-internen Veranstaltung aufgeführt haben. Sie sehen hier den Aachener Katschhof, Sie sehen unsere Studierenden. Diese Studierenden, die sind irgendwo, ja? Die befinden sich nicht unbedingt im Hörsaal, die können gegebenenfalls bei sich zu Hause sitzen. Die sind in unserem konkreten Anwendungsfall teilweise gar nicht physikalisch in Deutschland, sondern sie sind in einem Studiengang, bei dem sie ein verpflichtendes Auslandssemester machen müssen. Sie sehen hier mein zweites Ich mit einer ziemlich schlechten Körperhaltung. Das heißt also, in dem Avatar stecke ich drin. Sie sehen dann andere Personen, die namentlich angesprochen werden. Und wir sind in einem virtuellen Raum drin. Also das ist nachgebaut der Aachener Katschhof zwischen Rathaus und dem Dom. Und die Idee dabei ist, dass wir halt jetzt in solchen Settings mit unseren Studierenden etwas zusammen machen. Also da geht es jetzt zum Beispiel wieder um das Thema Starkregen. Und Sie sehen hier rechts außen diese Dinger, die in der Landschaft stehen. Das sind mobile Hochwasserschutzwände. Und was wir jetzt mit unseren Studierenden machen, ist, die kriegen die Möglichkeit, diese Wände aufzubauen, real, weil wir so ein Ding physikalisch da stehen haben. Und normalerweise kriegen die von uns im Vorfeld dann Informationen, wie man so eine Wand aufbaut, weil da gibt es so ein paar Do's und Don'ts, ein paar Sachen sollte man irgendwie nicht machen. Und was wir jetzt im nächsten Semester auf jeden Fall realisieren werden, ist, dass wir zwei Kontrollgruppen machen. Die eine Kontrollgruppe, die kriegt im Prinzip die Textinformationen und Videos zum Vorbereiten. Und die zweite Kontrollgruppe, die geht jetzt konkret in so ein VR-Setting hinein und lernt tatsächlich virtuell solche Dinger zusammenzustellen. Und dann ist unsere Hypothese, die wir aufstellen, dass wir sagen, diejenigen Leute, die in dem VR-Setting das gemacht haben, die machen weniger Fehler als die, die in der klassischen Situation machen. Der Hinweis dabei, deshalb darf ich das sagen, das ist auch ein kleiner werbetechnischer Block, ist so, dass die Software, die wir dafür entwickeln, eine offene Software sein wird und dass zum Beispiel die Settings, wie jetzt zum Beispiel all diese Avatare oder dieser virtuelle Hörsaal und die mobilen Hochwasserschutzwände, dass wir die alle als offene Bildungsressourcen zur Verfügung stellen. Und nach dem Abschluss des Projektes kann jede Hochschule, wenn sie denn das dann möchte, nutzen. Also zum Beispiel, was wir auch machen, ist, dass wir Rollenspiele mit unseren Studierenden machen, gemeinsam. Also Herr Persik und ich machen das. Wir machen Rollenspiele für Bürgerbeteiligungen. Und dann kriegen unsere Studierenden die Aufgabe, einen kleinen Vortrag zu machen. Was sie nicht wissen, ist, dass in den Avataren, die da gegenüber sitzen, auch Leute aus der Vorlesung drin sitzen. Und die haben die Aufgabe bekommen zu sagen, hey, was immer ihr da erzählt, das ist vollkommen Bullshit. Das geht nicht, zu teuer, Verschwendung von Steuergeldern, wie auch immer. Also das heißt, es geht eigentlich darum, dass unsere Studierenden lernen,
dass sie Kontenance bewahren. Und dann kriegen sie von Herrn Persicke aus der psychologischen Sicht eine Rückmeldung, der sagt dann, ja, das war schon sehr gut. Beim nächsten Mal versuchen Sie mal die emotionale Ebene noch mitzunehmen. Und von mir als Ingenieur kriegen die buchreinig auf die 12 eine direkte Rückmeldung. So, was hat das jetzt mit interaktiven Videos zu tun? Aus meiner Sicht ist das eine mögliche nächste Ebene, die wir in absehbarer Zeit erreichen können, nämlich indem wir nicht mehr Interaktionen über Videos machen, die wir dann asynchron zur Verfügung stellen, sondern dass wir da an der Stelle auch die Möglichkeit bekommen, sogar tatsächlich mit unseren Studierenden in einem synchronen Setting zu arbeiten. So, damit bin ich auch schon an dem Punkt, dass meine zugegebenermaßen durchaus auch sehr subjektiven Sichtweisen auf das Thema quasi vorgelegt sind.